Politik verstehen, Probleme nachvollziehen. Wir geben Antworten auf Fragen, die wirklich relevant sind. Genau das ist Europazeit. Die Sendung, bei der Sie nicht nur vor dem Fernseher sitzen, sondern selbst aktiv werden können. Und so beantworten Abgeordnete aus dem EU-Parlament die Fragen, die Sie uns gestellt haben. Heute zu Gast Helmut Scholz. Er ist ein deutscher Politiker und derzeit Angehöriger der Linken. Seit 2009 ist Scholz Mitglied im EU-Parlament und sitzt im Ausschuss für internationalen Handel. Wie bewerten Sie den aktuellen Flüchtlingsstrom aus Belarus? Was sind die Gründe und wer sind die Verantwortlichen dieser aktuellen Krise? Ich möchte einmal ganz klar herausstellen, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem aktuellen Anlass und der aktuellen Krise an der Grenze zwischen Polen und Belarus und der tieferen Ursache des Problems. Die tiefere Ursache ist auch die Abschottungspolitik der Europäischen Union. Keine legalen Zugänge zur EU, keine Einigung über gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik, ein unsolidarisches Verhalten einiger Mitgliedstaaten und das Versagen auch des Dublin-Systems, das europäischen Werten nämlich auch widerspricht. Aktuell ist natürlich der Konflikt zwischen EU und dem Belarus ein völlig anderer. Dort sind inakzeptabel Geflüchtete als politisches Druckmittel benutzt worden. Und ich meine schon, dass der einzig gangbare Weg, um im Interesse der Menschen eine Lösung zu finden, der Dialog auch mit Lukaschenko, dem Regime in Belarus, sein muss. Mit anderen Autokraten hat die EU ja auch eine Lösung gefunden, zum Beispiel Erdogan. Die Grünen streben derzeit ein Boykottverbot der Olympischen Sommerspiele in Peking 2022 an. Gibt es aktuell einen Anlass, solch einen Vorstoß zu befürworten? Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für ein solches Vorgehen der Grünen? Die Frage geht eigentlich an die Grünen. Ich kann lediglich kommentieren, ein Boykott ist sicherlich kein geeignetes oder hilfreiches Mittel, um Probleme und sehr unterschiedliche Sichten auf ganz andere Fragestellungen zu versuchen durchzusetzen. Sie treffen immer weniger die Verantwortlichen, sondern in diesem Fall Sportlerinnen und Sportler und Sportbegeisterte in aller Welt und nicht die Funktionäre der VR China. Und verkennt die innenpolitische, gesellschaftliche Dimension der Olympischen Spiele gerade auch für die chinesische Bevölkerung. Ein Boykott beispielsweise der Olympischen Spiele in Moskau 1980 hat zu keiner Veränderung der Situation in Afghanistan geführt, dem unmittelbaren Anlass für diesen Schritt. Und auch nicht einen Systemwechsel bewirkt oder gar den Kalten Krieg beendet. Viel wichtiger wäre, nach neuen Wegen für eine breitestmögliche, problemorientierte und konstruktive Dialogsituation zu suchen, einen nicht unkritischen Dialog, der unbedingt und umfassend alle Punkte anspricht, die wir kritisch, problematisch und anders sehen als unsere chinesischen Partner. Umfassender auch das Nichtansprechen kritischer Punkte zu vermeiden. Vielleicht wäre Olympia ja sogar ein guter Anlass für diesen konstruktiv kritischen Dialog. Auch wenn die strenge Corona-Politik von Zero-Covid im Interesse der Bekämpfung der Pandemie die Begegnung von jungen Menschen aus allen Ländern der Erde erschweren wird. Und so verstehe ich auch die Erklärung von US-Präsident Biden und anderen Politikerinnen der USA, die keinen Boykott im Sinne des Verhinderns von sportlichem Wettstreit und Gesprächsmöglichkeiten wollen. Was sind die Hauptgründe für das schlechte Abschneiden Ihrer Partei in der Bundestagswahl? Bei welchen Themen hätte man intensiver Politik betreiben können? Welche Themen haben das Interesse des Wählers nicht erweckt? Ich sehe hier eine Komplexität von Ursachen, die insgesamt das schlechte Abschneiden verursacht haben. Aber da Sie mich als Europapolitiker fragen, vorneweg. Wir haben es nicht vermocht, unsere klaren Positionen zu vielen einzelnen Fragen wie Mieten, Mindestlohn, Abrüstung und trotz der guten Kampagne Sozialpolitik, Mindestlohn, gute Pflege
gerade auch durch Corona forciert, in einen ganzheitlichen Diskurs zu setzen und damit deutlich zu machen, wir wollen eine sozial gerechte, demokratische und nachhaltige Politik für und mit Deutschland aller Bürgerinnen und Bürger in einer ebenso neu zu begründenden, offenen, toleranten, solidarischen und wirklich gemeinschaftlich agierenden Europäischen Union. Einer Europäischen Union, die sich den Themen von heute und morgen, Bildung, Digitalisierung, Bewahrung der Menschenrechte, zum Beispiel gerade auch in der Asyl- und Migrationspolitik, wir haben gerade über Belarus gesprochen, Überwindung der immer größer werdenden sozialen Schere zwischen Nord und Süd, Ost und West unseres Kontinents auch durch andere Politik Deutschlands stellt. Diese glaubhafte und machbare Vision hat gefehlt, um deutlich zu machen, wofür die Linke steht. Das hätte uns in einer Situation sicherlich geholfen, in der viele Wählerinnen und Wähler sich quasi in einer auch medial vermittelnden, polarisierenden Entscheidung zwischen Konservativen, nämlich Unionskräften versus Rot-Grün, geholfen, zusätzliche Farbpunkte auf dem parteipolitischen Bildschirm hinzuzufügen. Intensiver also bei Europa- und globalpolitischen Nebenstellungen einsteigen. Wir sind doch aufgerufen, unsere Meinung zu Europa, zum Frieden, Hunger und Gesundheit in der Welt, zu Klimawandel und gleichzeitig zu sozialer Gerechtigkeit zuzufassen. Teilweise wurden aber auch Themen durch andere Parteien gekapert. Und hier eine energische und deutliche Sprache zu finden, das war vielleicht einer der Grundfehler. Wie sehen Sie die neue Bundesregierung aufgestellt? Kann man mit dieser Koalition den Anforderungen entsprechen? Welche Herausforderungen erwarten die Bundesrepublik in der kommenden Zeit? Ich meine, die neue Bundesregierung weiß, was auf dem Spiel bzw. besser und weniger emotional auf der Agenda dringend zu lösende Aufgaben steht. Wir müssen dem Klimawandel mit konsequenter, ja radikaler Umweltpolitik und zugleich einem Sozialpaket und begegnen. Es wird nur mit allen Menschen hierzulande und auch jenseits unserer nationalen Grenzen gelingen. Und zugleich Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und Kultur unseres Bildungssystems neuen Schub verleihen. Das braucht neue Formen demokratischer Teilhabe in allen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Bereichen. Und wir brauchen, da komme ich gerne auf die Europäische Union zurück, klare Vorstellungen, wie der Friedensnobelpreisträger dazu beiträgt, die 17 Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, wie er sie unterstützt und dabei Frieden und Entspannung sichert. Wir brauchen in Pandemiezeiten keine Steigerung von Rüstungsausgaben, sondern Milliardeninvestitionen in den Auf- und Ausbau der Gesundheitssysteme, auch in Deutschland. Denn selbst die gerade beendete Merkel-Regierung hat ja das Signal gesandt in den letzten Tagen, wir sind am Limit, Stichwort Pflegekräfte. Deshalb Hoffnung, dass mit den neoliberalen Dogmen und Positionierung der Merkel-Regierung gebrochen wird, Stichwort Hartz IV, Klimapolitik. Einiges liest sich durchaus gut in dem Koalitionsvertrag, aber die reale Politik wird Kriterium der Wahrheit sein. Auch eine neue Außenpolitik ist notwendig. Aber erste Verlautbaren werfen durchaus Fragen auf. Weniger wertebasierte und dialogbereite, denn wertesetzende und konfrontative Ansätze. Das wird im 21. Jahrhundert, im schon nun dritten Jahrzehnt, nicht mehr Frieden und gemeinsame Aufgaben in Angriff nehmender Politik ermöglichen. Und da meine ich auch, wir stehen hier in Verantwortung, über das Verhältnis zu Russland, zu China, Indien, zur Afrikanischen Union anders nachzudenken, als wir es in den letzten Jahren gewohnt waren. Wie beurteilen Sie das Verhältnis der EU zu Russland? Wie sollte eine Beziehung zu Russland aussehen, damit man bestimmte aktuelle Konflikte auf der Welt lösen kann? Dreißig Jahre nach Ende der UdSSR ist nach wie vor keine kooperative Strategie in Sicht. Ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem ist von allen anderen politischen Kräften abgeschrieben. Russland, festgemacht an Präsident, wird immer mehr als Gegner statt als Partner bei der Lösung globaler Herausforderungen gesehen. Und viel komplexere innenpolitische Konstellationen sind ausgeblendet und müssen neu generiert werden. Die Interessen Russlands
berechtigte und sehr unterschiedlich artikulierte, werden viel zu sehr ignoriert. Und das gibt dann auch Leuten wie Putin innenpolitischen Aufwind. Und es steht so viel auf dem Spiel. Allerdings tut eben gerade auch das Präsidialregime Putin viel zu wenig, um das Verhältnis zu deeskalieren. Fakt ist, die harschen Worte und gegenseitigen Vorwürfe sind alles andere als hilfreich. Das betrifft auch den Konflikt um Nord Stream 2. Das Heranschieben der NATO an Russland ist ein Problem, gerade auch aktuell im Konflikt um Ukraine. Und wir sollten hier sehr genau hinhören, was russische Menschen, was russische unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte dazu artikulieren. Wie sehen Sie das Verhältnis zu China, dem größten Handelspartner der EU? Menschenrechtsverletzungen stehen öfter im Vordergrund. Wie beurteilen Sie die gesamte China-Politik der EU? Ich meine, das Verhältnis, die Ausgestaltung der Beziehung zu China werden das größte Thema der kommenden Jahre sein. Und ähnlich wie bei Russland gibt es im aktuellen, sich gerade auch zuspitzenden Verhältnis großer geopolitischer und noch viel mehr auch geowirtschaftlicher Rivalitäten keine gemeinsam entwickelte, tragfähige Strategie, wie die offene strategische Autonomie gegenüber China aussehen soll. Und ich meine hier ganz klar, statt sich im Konflikt auf die Seite der USA zu stellen, die aufgrund des Verlustes einer globalen hegemonialen Stellung China anders einstuft, nämlich als Rivalen, sollte die EU ein kooperatives Verhältnis zu China aufbauen.